Ja, liebe Freunde, es geht weiter mit Overlord. Und wir wollen den letzten Knoten jetzt zerstören, damit wir endlich Oberon besiegen können. Ihr seid unterwegs in die Verdammnis, Außenseiter. Wir sind die ewigen Wächter. Wir bewachen die Gräber unserer in der Schlacht gefallenen Helden. Sie sollen ungestört ruhen, bis sie auferstehen und unser gefallenes Reich zurückholen. Die Gräber scheinen der Schlüssel zu diesem Ort zu sein. Sei dankbar für die Dummheit anderer. Eindringlinge, Grabschänder, Ungläubige, sterbt! Dann werde ich euch das Fleisch von den Knochen ziehen. Naja. Jetzt wird er sauer. Das soll uns aber überhaupt nicht kümmern, weil wir eh auf böse spielen und daher interessiert uns das eigentlich im Feuchten. Kommt ihr jetzt sicher wieder? Na, komm mal her, Dickerchen. Und das war's. Wir müssen nämlich hier lang, genau. Und dazu müssen wir halt diese Gräber, diese richtigen Gräber, die dafür da sind, öffnen. Wenn wir die falschen öffnen, ich glaube, dann passiert da irgendwas. Aber mein Jott, ist jetzt auch egal. Ah ja. Die Assassinen hinter den Merken sogar. Sie greifen alles an, was sie sehen. Also passt auf, dass sie euch nicht sehen. Ja. Das meine ich. Was macht das jetzt so? Ach so, ja. Nee, alles klar. Verdammt. Jetzt kann ich sie einsperren halt. Damit sie mich nicht auch noch hier nerven, sozusagen. Pff, ja gut, ich sperre das mal ein. Oh, das war's. Bumm. Nö. Wo geht's eigentlich? Ist da noch irgendwas in den Räumen drin? Genau, ich glaube, wenn das, also dieses kommt hier, dann habe ich ein richtiges Grab geöffnet. Hier ist jetzt aber nichts weiter drin, also den anderen wird nur auch nur so ein bisschen Gold und so sein. Und daher ist es jetzt nicht wichtig. Gut, okay, wir gehen weiter. Mir egal, kommt, wenn ich denn, wenn die hat getötet. Was denn, sind sie ja da hinten. Oh Gott. So, jetzt haben wir hier nämlich drei Gräber. Und hier ist das gleiche Prinzip nochmal. Kommt die jetzt direkt zu uns? Nö. Die gehen jetzt da hinten. Ach, genau. Die gehen jetzt da rein. Dann mache ich zu. Und mit denen ist es genau das gleiche. Voll billig eigentlich. Aber mal kurz einen Cut machen. Da bin ich wieder. Ich habe vergessen, die Taste zu drücken und bin schon wieder ein Stückchen weitergegangen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die beiden Särge da hinten geöffnet und. Aber ihr habt es ja schon gesehen. Scheiße. Also die beiden Särge geöffnet und bin wieder zurückgegangen, weil es wieder einer von denen den Schlüssel drin war, sozusagen. Und hab jetzt schon die beiden geöffnet. Und jetzt gehen die hier nur auf Patrouille. Also wir sind bloß auf der anderen Seite jetzt. Weil da war ja nichts mehr zum Weitergehen. Toll. Jetzt muss ich... Verdammt! Jetzt muss ich hier warten, bis die Penner durchgelaufen sind. Ja. Voll vergessen, auf die Aufnahmetaste wieder zu drücken. Egal.
War ja, ihr habt nicht verpasst, wie gesagt, ihr habt nur die beiden aufgemacht und habt den da hinten noch aufgemacht und habt dadurch den richtigen aufgemacht und bin wieder zurückgelaufen. Mehr ist da nicht gewesen. So. Jetzt muss ich die Patrouille entlang gehen, bla bla. Was greift ihr denn da an? Ist natürlich blöd, wenn die jetzt automatisch diese Viecher angreifen. Hier sind natürlich keine richtigen dabei, ist logisch eigentlich. Oh doch, einer. Ein richtiger war dabei. Ich dachte, die kommen erst hier später. Jetzt muss ich ja nur noch einen. Halleluja, lasst mich in Ruhe. Genau, schnappt euch mal die anderen. Wenn ihr mich anbetet, vielleicht beschütze ich euch dann auch. Mal gucken. Vielleicht aber auch nicht. Was? Doch, die können sterben. Aua, halten viel aus. Deswegen. Verdammt, wieso müsst ihr jetzt gerade in dem Moment hier lang gehen? Ach, sorry. Bis jetzt. Durch. Alter, tot, Mann. Nein, so viele nicht. So viele nicht. Das ist uncool. So, wir gehen einfach auf den anderen Weg. Wir müssen sowieso beide Seiten entlang nochmal gehen. Mann, Junge. Übrigens hat man jetzt ja schon die Anführerin, sag ich mal, von den Assassinen gesehen. Vorhin diese Frau, die man ganz am Anfang gesehen hat. Die so über dem Boden schweben kann. Das war die Anführerin. Aber zu der geht's erst später was. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Okay. Keiner dabei gewesen. Verdammt, wieso müssen die dann genau da jetzt langkommen? Bist du nur einer? Ja, dann hast du Pech gehabt, Freundchen. Ah, da kommt noch einer. Dich mache ich noch. Und zurück. Jetzt aber. Ah, die halten schon eine Menge aus. Oh, die machen Schaden. Sehe ich mal eben gerade. Wow. Okay, alles klar. Jetzt, glaube ich, sind aber alle tot. Könntest du bitte deinen Freund wiederbeleben? Vielen Dank. Dazu habe ich euch ja. So, ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich die ganzen Wächter getötet. Jawohl. Und damit habe ich auch alle Schlösser geöffnet. Und wir kommen dadurch... Komm, mach das auch noch auf, weil hier ist bestimmt noch Gold drin. Sah ich ja. Da ist noch eine Truhe. Die schnappe ich mir noch. Und dann geht's ab zum Knoten, zum letzten. Und dann können wir in der nächsten Folge schon Oberon töten. Und dann geht's ab nach Himmelsspitze. Himmelsspitze ist, wie gesagt, auch nochmal ein recht großes Level. Aber naja, gut. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja auch ganz cool. Und dann geht's noch zur Zwergenstadt und ach ja, und danach verrate ich euch weiter noch nicht. Weil es ist eigentlich ziemlich gut, die Story, wie gesagt. Geht ihr auch weiter oder wollt ihr jetzt unbedingt vernichtet werden? Ich kann euch auch einfach ignorieren. Ganz einfach. Ach, ihr ignoriert mich auch, weil es ja eh alles geöffnet. Da grummelt ihr euch lieber vor euch da rum und so. Macht mal. So. Die ganzen toten Zwerge.
Nee, falsch rum. Wir müssen da lang. Gott, überlegt, hä? War da irgendwas Großes, was sie beschützt hat? Das weiß ich jetzt gar nicht. Den letzten Knoten hier. Okay, hier kann ich mich... Ah, alles klar. Weg. Die Statue ist weg. Ihr solltet euch doch beeilen, Narren. Wir sind doch die Diebe. Und jetzt waren diese Steinfreunde zuerst hier. Hauen wir ab. Du, ruf den Brüter herbei. Herzchen, Liebling. Oh ja. Da bist du ja. Du sollst doch die Brüter nicht verwenden. Der alte Mann mag das nicht. Ich hab nicht fest genug zugeschlagen. Jule, ich mag es nicht, wenn du so redest, mein kleines diebisches Täubchen. Hör auf zu reden. Das macht Kahn wütend. Was soll das denn? Dass sie da keine Zauns mit reingemacht haben. Wir gehen. Dass da manchmal so die Zauns hin. Ja, gut, das ist hier. Wir sind verloren. Die Statue ist weg. Sie wurde uns genommen. Reicht es diesen Barbaren denn nicht aus, unsere Rasse zu zerstören? Nee. Wir flehen euch an. Bringt sie zurück. Wir werden euch ewig dankbar sein. Bis dahin werden wir trauern. Ja, trauert mal. Warum können Elfen nie etwas sehen, was dieser Knoten ist? Sehe also. Was Sinnvolles tun. Er muss verstärkt worden sein. Da haben wir das etwas. Die Anwesenheit dieser Trolle muss den Knoten gestärkt haben. Okay. Kann ich bitte? Danke. So. Jawohl, wir locken zum Glück erstmal nur den einen da an. Nein, nein, nein. Oh gut, okay. Und wieder rauf. Und schnell, weil da kommt der nächste Stinky. Und rauf da auf ihn jetzt. Na, nein, nein, zurück. Und einer bleibt, zwei sogar bleiben da voll, nee, einer. Also. Rennt da noch voll rein, voll unter ihn runter. Okay, der Part ist auch schon wieder vorbei. Aber das ist jetzt mal unwichtig. Wir schnappen uns den Zauber, den neuen hier. Ein neuer Schergenzauber. Neuer Schergenzauber? Haben wir nicht alle Zauber gehabt? Wie war denn das? Es gab doch jetzt nur noch Verbesserungen, oder? Wir werden es sehen. Wieso? Achso, da war ja ein Teleporter. Hier ist nochmal Lehm. Der Berserker, ein guter Fundmeister. Er verbessert temporär Gesundheit, Verteidigung und Angriff der Schärfe. Hä? Allerdings haben sie nur wenig Kontrolle über sich selbst und greifen an, was sie sehen. Tiere, Gemüse und Mineralien. Das machen die doch auch schon so, so blöd wie sie sind. Hallo, ich drück alle und dann blau. Jawoll. Der Schild ist weg. Der Schild ist weg. Ups. Ob der Elf seine Augen lange genug für einen Kampf offen halten kann. Im Jenseits kann er dann schlafen, solange er will. Ah, genau, das ist der zweite. Das ist der erste. Das ist der zweite. Der ist jetzt natürlich, da sind sie noch mehr, noch besser. Der ist auch ziemlich wichtig, finde ich persönlich. So, aber ich würde sagen, Freunde, beende den Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es passt hier perfekt, weil ich hier speichern kann. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.